Hast du das Gefühl, dass deine Gäste mit den Jahren vorsichtiger werden, weil sie die Reaktionen nach deiner Sendung befürchten? Ach so, nee, jetzt nicht nur nach meiner Sendung, ich glaube ganz grundsätzlich. Also das merkt man ja auch in einem Gespräch jetzt hier mit Lars Klingbeil zum Beispiel. Es wird ja häufig, du hast mal ein sehr gutes Stück darüber geschrieben, ein sehr gutes Meinungsstück, ist schon ein paar Jahre her, über den sich zunehmend verengenden Meinungskorridor. Und es wird dann gerne so abgetan, so nach dem Motto, was willst du eigentlich in diesem Land, kann ja jeder sagen, was er möchte. Und da würde ich immer sagen, ja, das ist theoretisch so. Praktisch aber verengt sich der Meinungskorridor, sowohl von links als auch von rechts wird das echt in die Zange genommen. Und deswegen haben viele Leute mittlerweile das Gefühl, was darf ich denn eigentlich noch sagen? Und dieses Gefühl ist kein gutes Gefühl. Und wenn du einen Politiker da sitzen hast zum Beispiel, dann merkst du richtig, wie der oder sie sich überlegt, will ich jetzt ein ruhiges Wochenende oder bin ich bereit für die Schlacht? Kennst du das von dir selbst auch, dass du sagst, nee, gehe ich in die Vollen? Oder ich gehe immer in die Vollen eigentlich, wenn es notwendig ist. Aber das ist eine Temperamentsfrage. Ich habe mich da nicht im Griff. Na, dann mache ich es einfach. Aber das ist auch nicht immer schlau. Nur man muss es dann halt eben aushalten. Deswegen finde ich auch, was Frau Lambrecht sagt, wenn sie sagt, da ist medial, da bin ich irgendwie sozusagen verhetzt worden. Ich verstehe das. Und wenn die Dynamik gegen dich ist, dann ist einfach alles Banane. Ja? Dann gilt dieser alte Berti-Vogt-Satz, der ja mal gesagt hat, selbst wenn ich übers Wasser laufen könnte, würden sie sagen, was für ein Idiot, er kann noch nicht mal schwimmen. Ja, das ist sozusagen die Quintessenz. Ja? Aber ich fand, dass Lars Klingbeil ganz gut geantwortet hat auf die Frage nach der Lambrecht. Ja, total. Er ist ja auch ein Profi. Lars Klingbeil setzt aber auch ganz genau die Botschaften. Ich weiß, die Attacke gegen Robert Habeck, die hat er bei euch in der Zeit geritten. Das war ja sehr interessant, als dieser eine fast harmlos niedersächsisch daherkommende Satz kam, man muss ja nicht nur schön reden können, man muss ja schon auch liefern. So. Ja. Das war der Auftakt zu dem, was da gerade medial zum Teil zu beobachten ist gegenüber Robert Habeck. Und das ist etwas, ich denke, okay, musst du aushalten? Ist das Geschäft? Und auch ehrlich gesagt, menschlich tut mir das leid, aber aus professioneller Sicht muss man sagen, musst du aushalten. Deswegen verstehe ich das, was Frau Lambrecht da sagt, nur zum Teil. Menschlich verstehe ich das. Und dann gibt es eben Leute, die werden dadurch gezwungen, irgendwann zu gehen. Und es ist auch völlig legitim und auch sehr nachvollziehbar. Und andere werden vielleicht noch stärker und härter. Das Gefühl habe ich gerade bei Robert Habeck. Wenn euch das jetzt nicht schon genug war, dann jetzt schnell in die Mediathek, da gibt's das ganze Video.